So, wir haben jetzt unseren Dummy-Patienten vor uns stehen. Der hatte gerade die Zahnreinigung. Wir haben ihm die Rechnung überreicht und er möchte die Rechnung jetzt bei uns bezahlen. Wir suchen jetzt erstmal die Rechnung raus. Dafür gehen wir hier oben auf Rechnung, klicken auf Rechnungsliste und hier habt ihr die Reiter offene, bezahlte, alle. Wir suchen natürlich noch unter offene, weil die Zahl ist ja noch nicht bezahlt, also ist richtig. Dann könnt ihr hier nach Nummer, Patient, Datum, letzte Zahlung, das ist bei Ratenzahlungen sozusagen auch mal wichtig, könnt ihr schauen. Und meist ist es sinnvoll, hier über Patient zu suchen. Also hier einfach anwählen. Wie gesagt, bei uns ist jetzt ganz leicht, die Patienten, hier oben ist schon die Rechnung. Wenn es jetzt eine andere Rechnung wäre, könntet ihr hier über den Begriff mit diesem Fernrohr den Namen eingeben. Und dann sucht er sozusagen den Patienten euch raus. Der Patient steht vor uns und der möchte jetzt erstmal bezahlen. Dafür klicken wir hier auf diesen Streifchen und dann können wir nämlich auswählen. Wenn jemand bar bezahlt, müsst ihr hier Anmeldekasse auswählen. Wenn jemand per EC-Karte bezahlt, kommt hier Konto 1 rauf. Hier bezahlt unser Patient aber bar über die Anmeldekasse. Dann klicken wir einfach auf OK. Offener Posten ist vollständig ausgeglichen, sprich unser Patient hat bezahlt. Auf OK. Jetzt ist, wie ihr seht, hier haben wir auf noch offene. Patient ist unsere Rechnung weg. Wir gehen jetzt auf bezahlte, denn unser Patient möchte eine Quittung für seine Rechnung haben. Wir wählen ihn aus, gehen hier unten auf Rechnung. Dann sind wir direkt in diesen Rechnungsvorgängen drin. Und hier unten haben wir schon den Reiter Quittung. Da drückt ihr einfach drauf. Könnt ihr kurz mal Vorschau machen, um euch den Quittungstext anzuschauen. So sehe dann die Quittung aus, die ihr dem Patienten zusätzlich zu dem Rechnung beilegt. Hier unterschreibt ihr bei Unterschrift des Empfängers und stempelt ab. Und so könnt ihr dann, wenn ihr hier auf Drucken klickt, dem Patienten die Quittung ausstellen. Das wär's. Damit ist die Rechnung bei uns ausgebucht und der Patient hat seine Quittung.